Oh ja. In den nächsten Ladescreen rein. Warum gibt es keine Schnellreisepunkte hier? Stimmt. Ich würde das Ganze so einfach machen. Schön, dass ich gerade so geschlürft habe. Aber es ist ein bisschen blöd gerade. Wodurch sie den doppelten Schaden Gegner absorbieren. Geschütze können mit dem Löffel verstärkt werden. Wodurch sie den doppelten Schaden von Gegner absorbieren können. Achso, ja. Okay, jetzt kapiert. Da ist ein Satz raus. Wenn du die Hälfte liest, passt das nie. Ah, ein bisschen leid. Und sonst, was macht ihr heute noch so? Seid ihr auch gespannt, wie die Geschichte von Bray ausgeht? Ich auch. Ich hoffe nur gut. Und ich hoffe so, dass wenn das jetzt dann wirklich die letzten Schritte sind, die wir gerade tun, dass es alles so passt im 2-Stunden-Zeitplan, weil ich weiß nicht, in 3 Stunden wäre das immer blöd. Ich habe es einmal geschafft, 4 Stunden aufzunehmen, das war voll geil. Think Fang? Ich bin nun in Ihrem Büro morgen. Hier fließt also das ganze Geld von Trendstar rein. Chief, Sie sind am Leben. Ikwe, Sie auch? Leitende Systemingenieurin Ilyushin. Was zur Hölle? Morgen ist das... Nein, das... Ich bin January. Morgan Hughes persönlicher Operator. Da ist wohl wer in die eigene Stimme verliebt. Also sind wir zu dritt. Zu viert. Noch jemand? Aus den Laboren oder der Psychotronik? Ist das Morgans Terminal? Und ein Fabrikator? Chief Ilyushin, bitte nicht... Morgan, kommen Sie hoch, sobald Sie können. Neues Ziel. Wohin? Lobby? Also ich gehe von der Lobby aus. Aber in Alex Büro, aber Aproretum. Ja. Ja, wir kommen immer näher. Ach, da oben ist es ja. Boah, Alter. Eieiei, die Taler seien sie schon ein riesiges Teil. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so viel Metall auf der Erde gibt. Oh, nice Transcribe. Matthew, ich habe eine, hypothetische Frage. Manny, seien Sie ehrlich mit mir. Ich habe gesehen, wie Sie mir in den Transcribe-Uniformen auf den Hintern geschickt haben. Wenn Sie ein Date mit mir haben wollen... Nein, das ist es nicht. Das ist ernst. Ernst und hypothetisch? Verdammt, ich bin ganz Ohr. Angenommen, Sie würden was entdecken. Was unglaublich Hinterhältiges. Lebensbedrohliches. Etwas, das alle wissen sollten. Ich weiß nicht, eine E-Mail schicken? Die Sicherheitsleute rufen? Aber es muss anonym sein. Scheiße, Manny. Was haben Sie getan? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Okay, rein hypothetisch... würde ich meinen nackten Arsch raus auf diese schwebende Werbetafel projizieren und ihn wie eine Neonreklame leuchten lassen. Keine schlechte Idee. Danke, Matthew. Und nur fürs Protokoll. Ihr Hintern hängt. Ist doch egal. So, ja, jetzt müssen wir da rein. Da kommen wir jetzt wieder einen Haufen Viecher. Jetzt müssen wir uns beim Alex treffen. Muss ich den dann umlegen? Wenn ja, ich mach's ihm gerne so ein Arsch. Ein riesiger Arboretum. Aber wenn wir das durchhaben, ey, ich muss euch mal geben, wie lange Skyrim ging. Gottes Willen, wir sind bei Skyrim jetzt schon bei Folge 213 und haben jetzt gerade mal das DLC Dragonborn durch. Okay, wobei ich denke, dass das Skyrim selber so lange auch nicht mehr gehen wird. Aber hat sich gelohnt, wie gesagt, noch ein Braid-Teil würde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Das tut mir echt leid, Leute. Es ist ein schönes Spiel, es ist interessant, ja, aber. Ja. Es ist halt vom Gedanken her, man ist halt sehr einsam unterwegs, was aber auch wieder passend ist zu... Oh Gott, ach klar, was geht jetzt? Ich schicke dir den Code zu meinem Gravitationsschacht, sofern er noch funktioniert. Warte mal, da müssen wir uns jetzt kümmern. Den hat's zerrissen. Ich nehme dich einfach mit. Vielleicht brauche ich dich noch. Ausfahren. Sprinklersystem. Wo muss man eigentlich hin? Ach, da hoch. Alex Büro. Guten Abend, Talos. Hallo. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert.
Schon krass, wie viel Materialien wir immer so gesammelt haben an sich, ne? Schon pervers. Aber die Schrotze ist gerade echt Gold wert, muss ich sagen. Was sie uns schon Arsch gerettet hat, Terminal will ich nicht rein. Wir haben so einen Haufen Nebenquests wieder. Gott. Bewege mich. Ja, beweg dich mal. Mach das. So, steht davon auf, dann Kollege. Vor allem kommt dieses gefrorene Licht immer her. Ja, tschüss, viel Spaß. Ach, da ist hier oben. Oder auch nicht. Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist die Wahrheit, wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Habe ich schon längst. Bevor ich dir den Schlüssel gebe, neues Ziel. Habe ich? Nächstes Büro, was ich zu sagen hat, habe ich? Sieh es wieder in Ex-Büro an. Programme? LG-Steuerung morgen. Abspielen. Videowiedergabe auf dem Hauptbildschirm. Ah, hier. Lädt. Ich heiße Morgan Yu. Jahr 2035. Ich bin auf der Forschungsstation Talos 1. Was noch? Warum nehmen wir das nochmal auf? Stimmt. Mein großer Bruder ist paranoid. Die Psychometriedaten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich meine, schau's dir an. Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß. Auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir übers Backup. Also, die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt, Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem, aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte, sollte es ausbrechen. Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre. Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon, glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen? Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Mhm. Nun, das ist es. Alles, was ich getan habe, hast du mir aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests, sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meinen Bruder zurück und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast, es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Zündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Auf meinem Schreibtisch? Ah. Was haben wir jetzt hier Feines? Alles, ach du Scheiße, das ist mir alles Neues.
Den Schaden aller Psy-Eingriffe um eine geringe Menge, erhöht den Waffenschaden gegen markierte Gegner, verstärkt den Schaden von elektrostatischen Impulsen, verstärkt den Schaden von elektrostatischen Impulsen, verleiht Resistenz gegen Feucht, erhöht den Waffenschaden gegen markierte Gegner, modifiziert das Mikroskop, sodass es Korallen scannen kann, ermöglicht die Entdeckung von verborgenen Mimics. Ja, dann kann man darauf verzichten. Achso, Eingabe deinstallieren, ja. So. Besorgen Chips, das sind Scanner, schreibt den Schirin. Aber ich hätte trotzdem gern lieber eins, weil ich die ganze Bunde einfach in die Luft jagen. Hol der Alex den Schlüssel, scanne die Korallen im Außenbereich. Arboretum, auf Karte ansehen. Wo ist dieser gottverdammte Zündschlüssel? Ist das irgendwo in diesem gottverdammten Schreibtisch? Das nervt mich. Hat das mal irgendwo hin und her geschickt? Das geht mir echt auf den Piss langsam. Hatte hier eigentlich auch nicht irgendwo. Ah, nee, ja, wenn wir. Warte mal. Wir können aber. Da ist ein Sprinklersystem, da müssen wir eh hin. In die Richtung kommen. Die Ju-Familie macht viel Ärger auf der Erde. Jetzt spielt sie mit Sternen und denkt, sie verbrennt sich nicht. Ich frage mich, warum sie die Kammer geöffnet haben und den Himmel haben sehen lassen. Scharf, mit Klingen, hungrig, überall Maschinen, Dinge. Was ist der Typ? Sie können sie nicht schützen. Sie werden auch sie fressen. Danach nehme ich vielleicht ihren Anzug. Werde zu MU, hä? Komme dann ins Shuttle. Mhm. Ju, warte mal kurz mit dem Anruf jetzt. Ich muss jetzt mal Material verwerten. Und hoffen, dass ich hier irgendwas rausgebe, damit wir die Munition herstellen können. Das ist immer wieder ärgerlich hier. Morgen. Dieses Video war... Ich überprüfe immer noch meine Anweisung. Aber wenn der Scan der Koralle Ihnen Zugang zu Alex Zündschlüssel verschafft, ist es vielleicht am besten. Eventuell bestärkt sie das Wissen über den Zweck der Koralle in ihrer Entscheidung, die Talos 1 zu zerstören. Seien Sie vorsichtig. Uns läuft die Zeit davon. Ich würde eher gerade gerne wissen, wo dieser doofe Koch ist. Ich will ihn einfach umnieten. In deinem Büro. Aktiviere Grandlock. Suche nach Price Broadway. Fliehen wir alles für den falschen Koch. Ist eigentlich. Volontärkantine, Neuromodabteilung für Nachverfolgen. Neuromodabteilung. Wir müssen aber erstmal eigentlich in unser Büro. Jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir von hier aus eigentlich theoretisch in die Lobby. Wir sind. Observatorium, da könnten wir aus in die Lobby gehen. Da steht Goods. Wenn wir in die Goods gehen, das bringt uns nichts. Das ist nicht der falsche Weg. Ja. Wo komme ich hier von hier aus nochmal in die. Gab es einen Aufzug? Bestimmt. Das überlege ich gerade. Lobby, ah ja, da geht's lang. Stimmt, müssen wir Aufzug fahren wieder. Mehrere Ziele, Geschütze. Ach stimmt, müssen wir die zwei Ladescreens wieder durch. Na, von da aus komme ich in die Neuromod-Abteilung. Werde ich mich mit ihr erstmal, miteinander erstmal treffen, kurz. Ah, dieser Bruder, du, dieser Koch, von dieser Koch, da gehe ich in die Neuromod. Ich leg den um, ich schwör's euch. Wahrscheinlich hat sich selber was in irgendein Vieh verwandelt. Wahrscheinlich noch ein übel mächtiges, wo Wackelpudding herstellt. Nein! Oh Gott, da müssen wir Wackelpudding töten. Ich nehme den. Diese Laderei und diese. Das geht mir echt gerade auf den Sack. Ich muss sagen, wie es ist. Es ist. Schlauchend. Da hat man vor dem PC denkt sich so irgendwann so: Ja, Hälfte der Zeit ist eigentlich nur für Laden draufgegangen, ne? Also, das war definitiv der letzte Braid, den ich gespielt hatte.
So, jetzt will ich Lobby. So, jetzt mal schnell Konterwelle. Kommunikationsdings? Nö. Vielleicht zwei ist es. Ich glaube, der hier. Okay, zum Glück ist so eine fette Überraschung das letzte Mal. Dass hier irgendwelche ultra vielen Viecher warten und dieses Altrom-Drecks-Ding da. Hallo? Wollte schon sagen, beweg dich doch. So, hol mal die Klugkanone raus. Die ist auch nachgeladen, sehr schön. Gibt's rein zufällig was Neues? Verstehe eh nicht, wo man die Tassen in das andere Zeug nicht verwerten kann. Immer so ein komischer Schrott da. Bananen, defekte Festplatten und so ein Scheiß. Achso, der Mülleimer von damals noch. Ja! Hallo! Der Mülleimer, der damals runtergerollt kam. Ach, das war süß. Und wie kam es nochmal zur Morgen, ich habe Ihr Terminal benutzt. War okay, hoffe ich. Ich habe Material für die Glue-Kanone gefunden und konnte mehrere Kanister voll herstellen. Ich habe auch Essen entdeckt. Liegt auf dem Tisch. Dankeschön. Keine Sorge, habe alles überprüft. Ist vor Aliens sicher. Zappelt nichts. Ich würde aber erst Ikwe kosten lassen. Wie bitte? Nur ein Scherz, Ikwe. Ich setze Ihnen keine Aliens vor. Oder überhaupt irgendwen. Das wäre unmenschlich. Waffen-Upgrade, juhu. Es bringt echt was, wenn man denen hilft. Das ist voll toll. So. Und das war die Mission. Ich habe hier versucht, auf den Talos einzugreifen, aber die meisten Systeme sind gesperrt. Panpsychismus hin. Bewusstsein ist eine fundamentale, bis zu einem gewissen Grad überall existierende Kraft. Es scheint plausibel, dass sich ein Organismus entwickelt hat, der komplexe Bewusstseinsformen umwandeln kann. Was meinst du damit? Dass sie Bewusstsein fressen? Ja. Das ist... Wie kann etwas derartiges existieren? Gute Frage. Sehr gute Frage. Vor allem, woher das eigentlich ursprünglich mal kam. So, jetzt müssen wir wohin? War es nicht Außenbereich? Ja. Warte mal. Ziele, zack. Auf Karte anzeigen. Von der Lobby aus kommen wir nicht in den Außenbereich. So, warte mal, ich bin jetzt in der Lobby. Kann ich hier in die von hier aus kommen, in die Neuromod-Abteilung? Da kann man den Koch frittieren. Mr. Koch! Juhu! So, da brauchen wir kurz die normale Karte. Sandbüro, Maschinenlabor. Können wir so kurz eine Etage tiefer? So. Gehen wir hier hin, gucken wir hier mal kurz. Neuromod-Abteilung. Ah, geradeaus vorne links. Okay. Neuromod-Division, ja, sehr schön. Reparieren wir dich? Ne, ich habe nur noch 7 Stück. Wir haben so viele gefunden, Mann, und dann haben wir fast keine mehr. Das ist voll übel. Implication. Ich speichere mal kurz. Ich höre so komische Geräusche, warum kommt das ganze Zeug hierher? Guten Abend, Talos. Hallo. Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche. Psychotronic? Nö, das ist falsch. Im Lobby-Trainingsbereich ein zusätzliches Seminar über Neuralkonnektome. Klingt spannend. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Dalton. Restroom? Neuromod Division. Ach, zweites Stockwerk muss eins höher. Okay. Gut, das habe ich gerade übersehen. Sorry. Lalalala. Mr. Koch. Ibims. Dein Mörder. Freund. Ja, Neuromod-Abteilung. Rein mit uns. Finde man das hoffentlich. Ich hoffe, dass die Abteilung sauber ist. Wobei, nee, ich glaub's nicht. Da müssen wir doch rumballern. Och man. Geht's Material echt leer langsam. Weil ich spiel's gerade auf normal. Ich bin's gar nicht Schwertzocker oder so. Da hab ich gar keinen Nerv für. Vor allem, wenn du noch nebenbei noch so moderierst und sonst was. Das Ganze. Okay, Moderation bei mir auch. Wenn man es auch so nennen könnte. Es ist eine Qual für alle. Eine Qual. Ich bin da mit den einen Seiten, Mann. Ja, das ist bald schlimmer wie in Fallout. Das kann ich immer noch vom Hören sagen, muss ich dazu sagen. Mr. Koch, ich brauche deinen Speck. Der schneide ich dir weg.
Ich brate ein Fleisch. Yeah. So. Hier ist immer eine neue Robotabteilung, ne? Ziele. Töte den falschen Koch. Abgetötet und schädigt jemand. Genau. Der falsche Koch ist eigentlich ein entflohener Volontär. Ich kann seinen Weg mit der Sicherheitsstation in der Volontär-Quarantäne der Neuromod-Abteilung nachverfolgen. Sicherheitsstation in den Volontärquartieren in der Neuromod-Abteilung nachverfolgen. Morgen, Dr. Ja? Igwe. Sind Sie in der Nähe der Besatzungsquartiere? Falls ja, habe ich eine sentimentale Bitte. Meine Sammlung, die Fotos, über die die anderen immer lachen. Jedes Bild ist ein Dechiffrierungsschlüssel zu einem Satz Neuraldaten, Konnektome der Gäste, die auf der Station waren. Unter anderem von Leitner, dem Pianisten. Ist jetzt tot. Diese Fähigkeiten dürfen nicht verloren gehen. Das ist alles, was von Ihnen bleibt. Bitte, morgen. Ich wäre dankbar, wenn Sie... Ich schicke Ihnen eine Audiodatei, die den Tresor in meinem Raum öffnet. Sie können sie mit Ihrem Transcribe wiedergeben. Ja. Dachte schon, da hängt wer. Konferenzraum, okay. Mal rein, damit die Überlegung, ob ich nochmal da hochkomme. Restroom, nee, was auch nicht. Komme ich nochmal da hoch? Skill Recording Room. Drecksvieh. Achso, ja, ist giftig, ich hab kapiert. Oh ja. Ich hab ja was mitgekriegt hätte. Er ist vollgeladen, gut, sehr schön. Aber dich nicht. War mein Fehler. Ich war hier noch nicht drin. Krasser Scheiß. Tür von Köter. Kein Passwort gefunden. Kann speichern. Wieder hacken. So. Sips. Y. Perfekt, 303. Eine Mail? Von? Noch eine Dokumentationsübung. Was haben Sie wohl gefunden? Aha. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Das ist nix. Dich hab ich. Da geht's raus. Okay. Bringt hier nichts auf jeden Fall. Wo bist du denn, mein Freund? Hast dich aber schnell verpisst. Ich glaube, es ist da durch. Oh, warum haut er denn immer so gleich so schnell ab? Der kleine Schniedel da. Second floor, ja, dann gehen wir mal hoch. Das gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwo in der Neuromod-Abteilung sein. Ich habe die Aufgabe auch nicht ganz checkt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich gehe clever der Hauptquest nach. Ich kann seinen Weg mit der Sicherheitsstation in den Volontärquarantäne der Neuromod-Abteilung nachverfolgen. Volontärquarantäne, wo ist denn das? Auf der Ebene, auf dem Weg bin ich gerade hin. Ah, perfekt. Volontärquarantäne. Okay, das müsste das hier dann sein. Ist das richtig? Ja, genau. Hallo? Verpisst euch. Habe ich nicht gelootet?
Ich habe das hier nicht weggetragen. Okay, kann ich verstehen, sagen wir es noch gar nicht. So. Was ist hier drin? Oh, da oben geht's lang. Geil. Entdeckungen. Hallo. Oh, wo geht's denn da hin? Ah ja. Als ob ich hier noch nicht gewesen wäre. Ich glaube, hier war ich schon. Ja. Scheint so. Das ist ein Buch. Was ist da unten? Den habe ich nicht gelootet. Oh Gott, was war mit mir los? Ich Schwein. Warte mal, wie hieß der Typ? Töte den falschen Koch. 65537 zum Schluss. 65537. 27. Nee, da schon mal nix. Volontärdinger an der Station vergleichen. Check ihn nicht. Bin jetzt Blade 4. Oh, cool, Material. Frauen und Herren WCs. Schick. Und darum eine Abteilung vergleichen. Das ist aber irgendwie jetzt. Nee, da steige ich gerade nicht durch. Oh, war ich hier schon mal? Meines Erachtens nach nicht. Ich hab hier echt Räume übersehen. Ich bin enttäuscht von mir. Lalala. Komm, scheint eh gleich irgendwo ein Feeder im Sack. Blödes Mistviech. 4 Schüsse verbraucht für dich. Meine Fresse. So, hier ist nix. Ah, da drüben ist noch offen. So. Aber hier ist nichts. Mit was soll ich das verkleiden? Also, sorry, ich bin gerade so blöd dafür. So. Ich kann seinen Weg mit der Sicherheitsstation in Volontärquarantäne der Neuromod-Abteilung nachverfolgen. Ich will dich nicht beunruhigen, aber es gab einen Start von der Argus-Plattform. Der Vorstand hat von der Situation hier Wind bekommen. Das war wohl unvermeidbar. Obwohl ich alles versucht habe. Darum müssen wir und entschlossen handeln. Sie wollen es uns aus der Hand reißen morgen. Ja, passiert. Sicherheit ist nicht im Wunschbereich. Abgleichen, habe ich ja. Hat aber nichts gebracht, ist hier jetzt ziemlich da vorne, ne? Schlussfolgernd. Wenn ich da jetzt reingehe, ist jetzt jemand hier durch. Piep, 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 piep. Komm ich da vielleicht anders durch? Ach so, ja, hier. So. Programme? Verriegeln, nee. Taserpistole, Fabrikatorplan. Mails ist auch nicht da. Wie soll ich denn das sonst machen hier, hä? Ah, 65, 37, da ist er doch. Wir suchen Brücke. Ah, okay. Wo ist die Brücke? Stationskarte, Außenbereich, Frachtraum, Kraftwerk. Zum Glück ist nicht so weit. Brücke. Komm ich von hier aus rein? Wir sind in die Lobby. Von Lobby aus dem Laboratorium. Von da aus müssen wir die Brücke. Oh, super.